Ich habe hier eine Parabel, ich möchte den rechten Ast umkehren und deswegen berechne ich erstmal den Scheitel aus, damit ich weiß, wo der rechte Ast ist, dann die Definition, so eine Wertemenge von Funktion und Umkehrfunktion, am Schluss den Term, was in dem Test gar nicht gefragt war, aber ich mache es trotzdem, im Test war die Zeit nicht. So, Scheitel. Wir machen nicht die quadratische Ergänzung der 10. Klasse, sondern die Ableitung 0 setzen, so wie man es in der 11. Klasse macht. Die Ableitung ist 2x plus 2 und die setze ich gleich 0 und dann bekomme ich Min-Max-Terrasse. Also 2x plus 2 gleich 0, minus 2 rüber, 2x gleich minus 2 und dann x gleich minus 1. Das setze ich jetzt in die Funktion ein, damit ich den y-Wert von diesem Scheitel bekomme. F von minus 1 gleich minus 1 Quadrat plus, also 2 mal minus 1 ist eben dann minus 2 plus 3 ist 2. Also der Scheitel, der ist jetzt bei minus 1, 2. Und jetzt kann ich schon mal eine Skizze von der ganzen Geschichte machen. Dazu schreibe ich jetzt nochmal die Funktion hin. Wenn ich alles auf einem Ding habe, also y gleich x Quadrat plus 2x plus 3. Also von der Form her, da ist ein Einser gedacht. Dann habe ich also eine völlig entspannte Normalparabel, aber verschoben. Und die ist eben bei minus 1 hier. Da. Ein bisschen wenig Platz, aber y, x, 1, 1. Und der Teil soll umgekehrt werden, der rechte Ast. Wenn der rechte Ast umgekehrt wird, dann ist die Definitionsmenge bei der Parabel ja eigentlich immer r, aber in dem Fall, ich will ja nur den rechten Ast, also nur der Teil bei der x-Achse. Da ist die Definitionsmenge. Ein bisschen Pfeil noch, Pfeil noch. Also von minus 1 bis unendlich. Ich nehme den Einser nicht mit, aber wenn er dabei wäre, wäre auch nicht schlimm. Und das ist die Definitionsmenge von f. So, die Wertemenge von f. Was kommt raus? Das ist die y-Achse, das ist hier. Ja, so, da bei 2. Ich nehme den Zweier nicht mit, aber ich könnte. Und das ist jetzt hier die Wertemenge von f hoch minus 1 und das ist die Definitionsmenge von f hoch minus 1. Jetzt haben wir die ganze Definitionswertemenge. Schreiben wir hier vielleicht noch eine Wertemenge und das ist die Definitionsmenge von f, ja, und von f, nicht von f hoch minus 1. Ja, genau, und dann sehen wir eigentlich schon, wo wir hinwollen, wenn wir die, also der Scheitel, hier, der wird ja dann gespiegelt auf, aus minus 1, 2 wird 2 minus 1, da geht's hin, ja, genau. Und die Umkehrfunktion wird dann so eine Wurzelfunktion, ja, aus dem wird dann das ist f von minus 1. So, den Term, wenn ich möchte. Also zurück, da gibt es nämlich. Gut, fangen wir neu an. Der Term der Umkehrfunktion, die Funktion f von x ist gleich x Quadrat, hier x Quadrat plus 2x plus 3. Und ich mache es jetzt elegant und weniger elegant. Elegant ist, wenn ich den Scheitel mitnutze, minus 1, 2, sehe, dass hier ein Einser ist, also nix, also und dann die Scheitelform. Ja, f von x gleich. Also einmal, ja, x plus 1, hier ist ja immer das verkehrt rum, ja, so Quadrat plus 2. Und da kann ich jetzt nämlich, machen wir es schöner, so, schreiben in f Doppelpunkt y ist gleich f hoch minus 1, das sind x und y vertauscht. Ja, und jetzt geht es einfach nach y auflösen, das ist hier drin und dann muss ich den Zweier wegkriegen. Das ist nicht so schlimm, das ist minus 2. Also f hoch minus 1 Doppelpunkt x minus 2 gleich x plus y ist es. Y plus 1 Quadrat, dann die Wurzel. Und das ist jetzt eigentlich plus oder minus die Wurzel. Das ist ja dieses Problem bei der Wurzel, dass die nicht eindeutig ist. Aber ich weiß ja, ich nehme den rechten Ast. Und weil ich den rechten Ast nehme, ist es die positive Wurzel. Ich habe nur eine davon. Und dann noch minus 1. Und gleich mal f von minus 1 Doppelpunkt y ist gleich, also plus die Wurzel x minus 2 minus 1. Term der Umkehrfunktion. Ja, die ist eben bei plus 2 und minus 1 genauso. Ja. So, lass mich. Genauso wie es sein soll. Also genauso wie es hier gezeigt ist. Und jetzt aber, wenn man das nicht sieht,
Also wenn man wirklich jetzt zu Fuß, ja, so ich vertausche hier x und y, ich sage f hoch minus 1, machen wir mal hier so ein bisschen größer, mehr Platz. X gleich y Quadrat plus 2y plus 3. Kann ich das nach y auflösen? Es geht nämlich. Nicht schön, aber es geht. Also ich habe hier ein y im Quadrat und ein y. Naja, es ist die Mitternachtsformel. Ja, ich mag es, weil es einfach nur eine Anwendung der Mitternachtsformel ist. Mitternachtsformel. Damit ich eine Mitternachtsformel, also immer wenn ich so y Quadrat riecht nach, weil Ziel ist ja y ist gleich. Ja, riecht nach Mitternachtsformel. Wichtig aber ist, wenn ich irgendwas Quadrat und y, dass dann so ein ist gleich 0 dasteht. Ja? Das muss ich hinkriegen. Und deswegen dieses x rüber. Also x rüber und Mitternachtsformel. Größer. Größer. Schöner. Konzentrieren. Passt. Also 0 ist y Quadrat plus 2y plus 3 minus x. Preisfrage, was sind a, b, c? Also schreiben wir es drunter. Hier. A, B, C. Also A ist 1, B ist 2 und C ist das, wo kein Y dabei ist, weil das X ist, wird gern X sein, ist es aber nicht. Mein Y ist das eigentliche X. C ist jetzt 3 minus X. Und jetzt, das schmeißen wir in die Mitternachtsformel. Y 1, 2 ist gleich. Minus B. Minus 2 plus minus Wurzel aus B Quadrat. 4 minus 4 mal A ist 1 mal C. C ist das ganze Zeugs da. So. Durch 2. Das schaut jetzt noch nicht so schön aus, wie das, was ich da hinten habe. Ja, aber die Wurzel, da lässt sich noch was machen. Also, ich habe hier ist gleich. Also das Plus Minus ist ja das gleiche Problem jetzt wie vorher. Ich nehme nur einen Ast, also in dem Fall Plus. Das ist dann weg. Ja, f minus 1, Doppelpunkt y ist gleich langer Bruchstrich minus 2 plus, müssen wir dazu erklären. So, Wurzel 4 und dann habe ich hier minus, ja, minus 12 plus 4x und da gefällt mir dieses Minus nicht. Doch, das haut hin. Doch, das jetzt, das war ein bisschen, ja, mir selber irritiert, aber doch, das haut hin, das ist richtig. So, 4 minus 12, das geht. Also durch 2, 4, ja, passt, 8, ja. Frage, bin ich auf dem falschen Dampfer? Nein, das ist immer noch der richtige Dampfer. So. Dann habe ich jetzt minus 8 plus 4x, weil minus riecht so, wie wenn es nicht gehen würde. Aber es funktioniert. An der Stelle muss ich jetzt nämlich ausklammern. Ich kann 4 ausklammern. So, Platz machen. So. Ist gleich minus 2 plus Wurzel. So, 4 ausgeklammert und dann bleibt ja minus 2 plus x durch 2. Und dann kann ich die 4 da rauswerfen und dann wären die, na, kommen die nach draußen mit einer. Die werden dazu 2, ja, ist gleich. Bisschen Platz. So. Minus 2 plus 2 Wurzel aus minus 2 plus x durch 2. Und jetzt kann ich die Zweier ausklammern und dann kürzen. Erst ausklammern, dann kürzen und dann ist der Zweier weg. Und dann habe ich hier minus 1 plus Wurzel aus minus 2 plus x und das ist mein y f hoch minus 1 Doppelpunkt. Ja. Also das ist der Term und das ist genau das gleiche, was hier drüben steht, nur so rechts, links ein bisschen vertauscht und es war nicht so elegant. Und ich war zwischendurch auch irritiert. Aber es funktioniert.